Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir, dem Thorsten, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans und erstmal Let's Play Verteidigung. Ich meine, wer so angreift, nur mit Bodentruppen, nicht eine einzige Truppe dabei, die irgendwo so ein bisschen auf Lufttruppen schießen kann, der ist natürlich selber schuld, aber ich meine, ich habe später mal nachgeschaut, der Attacker hier aus der Legendenliga hatte seine Helden nur am Pennen, das heißt also, die bauen nicht oder so, der ist voll. Aber er hat sie einfach nicht mitgenommen, weil er wahrscheinlich gedacht hat, hier beim Toto, da nehme ich mal gerade ein paar schnelle Pokale mit meinen Air-Truppen. Aber nichts da, ich habe zwar zwei nicht ganz Max-Drachen drin, aber trotzdem machen die ja so ein bisschen Schaden. Und die sind jetzt auf Level, ich glaube, sie sind auf Level 6. Die spende ich mir ab und zu dann mal, wenn ich denn zur Nachtruhe gehe vom Schief. Ja, und die machen zumindest so ein bisschen Schaden. Der Gift schafft die natürlich einfach nicht. Hier in der Mitte kommen die jetzt so ein bisschen zum Dunkeln. Ja, okay, da hat er mir ein bisschen was geklaut, aber auch das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ich wollte euch noch die letzten Liga-Facts hier bringen. Das heißt, wir wollen mal schauen, wie ist eigentlich die Liga hier bei uns ausgegangen. Denn bei uns ist sie ja gestern Abend schon ausgelaufen, bei euch vermutlich erst heute. Yo, und as you can see, you see nothing. Ja, alles schon weg. Ich habe heute Morgen gedacht, ich kriege die Krise hier. Alles schon weg. Aber ich habe natürlich so ein paar, beziehungsweise wenigstens zwei Screenshots festgehalten, wie das eigentlich aussieht, wenn die Liga vorbei ist. Wenn man dann auf das Sperrsymbol klickt, dann bekommt man dieses Bild als erstes. Das heißt also, dort steht Glückwunsch, bis ihr seid aufgestiegen und so viel Marken hast du verdient. Aber wenn man natürlich dann in die Details reinschaut, dann sieht man auch, wie viel hat eigentlich jeder geholt und wie sind die letzten Kämpfe. Und ich hatte mich ein Ass gefreut, weil ich gedacht habe, ich kann euch noch richtig, richtig viel zeigen. Denn von allen 7 Tagen waren alle Wiederholungen noch da gestern Abend. Heute Morgen sind sie alle weg. Also heute, wir haben hier in Nordrhein-Westfalen heute einen Feiertag und ich habe gedacht, ich setze mich auf den Donnerstagmorgen einfach mal ein bisschen hin und nehme das Ganze für euch kurz mal auf, zeige euch so ein paar Facts noch, wie sich die Marken denn aufteilen. Man bekommt also pro Stern 10 Marken, das heißt, ich habe 19 Sterne geholt bei uns und das sind 190 Marken plus 5x25 für 5 Siege. Wir haben 5 Siege, 2 Niederlagen. Wir sind Zweiter geworden nach Sternen, nicht nach Prozenten. Aber dennoch haben uns super, super geschlagen hier, sind jetzt eine Liga hoch und ich finde auch, das sieht relativ cool aus, aber dass man jetzt gar nichts mehr sieht, denn wenn ich jetzt hier auf die Schwerter klicke, dann steht hier schon normaler Clan War, das ist natürlich ein bisschen doof und das heißt, ich kann euch nicht zeigen, wir waren auch so ein bisschen hier im Unmut, das heißt also, die nicht gespielt haben, aber gemeldet waren, haben keine Marken bekommen. Das war natürlich dann großes Tuabuba hier, so nach dem Motto, ja, dann gehen jetzt demnächst alle kleinen Chars in irgendwelche anderen Clans und spielen da Liga oder CWs, weil wenn sie denn gar nichts mehr kriegen und gar nichts mehr tun, da können sie auch woanders hingehen. Ich werde das wahrscheinlich auch im Clan Herausforderer, die nächste Liga einfach mal anbieten, dass wir dort mit 15 oder mit 20 Spielern spielen, ein paar Neuner, ein paar Achter und so weiter. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze hier ist. Ich hoffe, dass Supercell das fixt. Also, sie haben aber heute schon geschrieben auf Twitter und auf Facebook, dass es auch die Ligamarken für die gibt, die gemeldet wurden. Im Moment ist das nur ein kleiner Bug. Also 125 bekommt dann noch jeder von uns, der gemeldet war. Der Leader kann ja noch ein paar verteilen. Wie er das dann macht, weiß ich nicht. Ich glaube, an 8 verschiedene Personen konnte er noch verteilen. So habe ich zumindest jetzt gelesen. Genauere Zahlen kann ich euch auch nicht geben. Aber ein bisschen Clash of Clans wollen wir natürlich heute spielen. Ich meine, ich habe jetzt relativ viele Marken. Klar, ich habe jetzt 320 Marken. Ich brauche keinen Heldenhammer mehr, weil meine Helden sind alle fertig. Auch im Nachtdorf, der eine Held. Und könnte mir jetzt natürlich einen Hammer auf Building hier holen. Der ist sicherlich nicht schlecht. Das Problem ist nur, wenn ich nicht alle 5 Bauarbeiter beschäftigt habe, brauche ich diesen Hammer auch nicht. Nur weil ich dann Ressourcen schone. Das heißt also, sinnvollerweise setzt man den ein, wenn man alle Bobs am Laufen hat. Aber ich glaube auch, zum Hochknüppeln brauchst du immer einen Bob frei. Das weiß ich auch nicht genau. Vielleicht könnt ihr mir das in die Kommentare packen, ob ich dafür einen Bauarbeiter brauche oder ob ich es wirklich instant ohne Bauarbeiter, ich meine ohne Ressourcen ist sowieso klar, aber ohne Bauarbeiter hochkloppen kann.
Und da würde ich sagen, ja, Ziel soll es sein, den Inferno hier auf Level 3 zu bringen. Klar, könnte ich jetzt mit dem Hammer machen, aber ich meine, die 7 Millionen, die kriegen wir hier irgendwie rein. Mein Labor ist auch still. Da brauchen wir noch 11 Millionen, glaube ich, für die Magier. Die habe ich jetzt als nächstes geplant. Also gehen wir mal kurz auf Farmkurs. Sollte halt nur auch eine kleine Update-Fact-Folge sein, die mir jetzt nicht so gut gelungen ist. Aber ihr habt immerhin noch auf dem Feiertag hier, zumindest die, die Feiertag haben, ein nettes Clash of Clans-Video und wir gehen in die Gegnersuche. Ui, erster Klick, gleich einen gefunden. Ja, das ist natürlich geil. Nicht schlecht hier, schönes, nicht so starkes Dorf. Okay, nicht so starkes Dorf, hätte ich fast gesagt. Yo, hier schon Magierturm auf Max, 60er Queen, Okay, könnte doch ein bisschen knackiger sein, aber seine Clanburg pennt, das ist natürlich super. Die Clanburg pennt hier und dann machen wir erstmal, glaube ich, den einen. Es ist so klar. Naja, egal. Dann gehen wir hier mit unseren Golems rein. Beziehungsweise mit dem Golem, den ich dabei habe. Und unseren 8 Riesen hier. Und den Helden dahinter. Mein anderer Held ist natürlich jetzt ich habe keinen Sprung dabei, keine Mauerbrecher. Ich habe jetzt auch nicht die Karre ausgewählt. Die wollte ich ja nicht wählen. Das Ding hier wollen wir ja mit Luft irgendwie machen. Und hier unten, aber King geht schon mal ganz gut. Der ist jetzt im Fokus. Okay, damit haben wir schon mal das Dunkle. Die Queen können wir ruhig hier nicht ganz sterben lassen. Da ist noch eine Riesenbombe. Okay, da ist noch eine Riesenbombe. Und ja, das Dunkle haben wir schon mal. Jetzt müssen wir mal gucken. Er hat natürlich wirklich alle 4 Luftabwehren. Und ich habe jetzt natürlich 3. Ja doch, ich habe 2 Hunde. Das ist nicht schlecht. Das heißt also, wir können hier ruhig auf die Luftabwehren bzw. auf die Verteidigungsanlagen Luft gehen. Ein paar Lakis noch hinterher, so ein bisschen wenigstens für ein Clean-Up. Oh, wieso ist denn jetzt mein Warden schon so schwach auf der Brust? Mei. Okay. So, Eilzauber da. Da ist wieder der Kack. Ich wollte es jetzt nicht aussprechen. Der nicht so optimale Feger. Und die fliegen alle ein bisschen komisch. Naja, gut. Da haben wir ein bisschen verbockt hier. Ist aber, glaube ich, so ein paar Ressourcen haben wir mitgenommen. Das Dunkle haben wir zumindest mitgenommen. Denn irgendwann muss ich natürlich auch mal meine anderen Helden machen. Adler ist weg, das ist schon mal gut. Mal sehen, wo wir hier noch ein bisschen weiter. Hier oben können wir noch ein bisschen was. Da können wir noch ein bisschen was ziehen. Ich denke, hier können wir auch noch ein bisschen was ziehen. Dann fliegen die hier vielleicht Richtung des Elex-Lagers, dass wir wenigstens noch ein bisschen Elex mitnehmen. Gewonnen haben wir schon mal. Und dann können wir, glaube ich, hier unten das Dunkle. Hier wird ja nicht mehr viel drin sein im Bohrer. Ja, da ist auch die Luftabwehr bzw. der Bogenschützenturm. Und die beiden jetzt noch in Wut hier. Ja, ein bisschen holen sie noch. Wir haben gewonnen und 2 Zauber gespart. Geht ja auch, ist auch nicht schlecht. Aber ich denke mal, bis zum Elex-Lager kommt der kleine Drache hier nicht mehr. Ah doch, er kommt noch hin, aber ein Schuss noch. Okay, also ein paar Ressourcen hier geholt. Ja, mit dem Bonus. Das, was ich eigentlich nicht machen wollte. 12 Pokale, Mist. Ich bin noch in Titan 2. Okay, ich bin noch in Titan 2, habe den Bonus noch mal einkassiert. Machen wir gleich noch einen, denke ich mal. Denn auf einem Bein kann man nicht stehen. Und ich habe fast die exakte Armee wieder. Aber ich glaube, ich stelle jetzt mal so ein bisschen um auf Bodentruppen, früh übt sich beziehungsweise alles mal so ein bisschen durchprobieren hier. 11 Millionen brauchen wir an Elex und ja, hier brauchen wir noch ein bisschen mehr. Mal sehen, wie ich die heute noch hinbekomme. Okay, da ist er. Der hat viel Elex, der hat viel Gold. Ja, viel ist das jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall so viel, dass es sich lohnt, den anzugreifen. Was haben wir hier drin? Ja, das sieht ganz gut aus. Ich habe noch mal 2 von den lustigen Ballons mitgenommen. Und gucke mal, wie wir da jetzt vorgehen können. Aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt Buddler dabei habe, muss ich nicht zwingend die Queen immer schaffen. Das schaffen irgendwie die Buddler oder der König. Mal gucken, wie wir da vorgehen. Auf jeden Fall habe ich einen Warden richtig gestellt. Ich habe die Clanburg richtig ausgewählt. Ich habe ein paar Wut dabei. Denn meine Queen kriegt jetzt schon ganz netten Beschuss hier. Und ich habe auch ein paar Mauerbrecher. Mal sehen, wo wir die einsetzen können. Vielleicht dort. 1, 2, 3, 4, 5. Zack, da geht's rein. Jawohl, das sollte eigentlich ganz gut ausgehen. Dann nehmen wir hier mal den Dicken mit rein.
Eins, zwei Magier. Und ja, die Tonnen nehme ich mal am Ende irgendwo. Müssen wir mal gucken. Und ja, da schicken wir einfach mal die Maschine hier mit rein. Denn unsere Queen ist ja jetzt schon ganz, ganz gut dabei. Etwas zu gut, hätte ich fast gesagt. Ah, der Warden. Wieso kackt mir der Warden immer ab? Ist das jetzt der Übertank geworden hier oder was? Mann, 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 ey. Jetzt muss ich den schon zünden. Was natürlich doof ist, aber ich glaube, jetzt gehen Miner hier schon mittig, hoffentlich jetzt in die Base rein. Ja, das machen sie. Okay, so halbmittig. Ah ja, das Rathaus ist jetzt schon mal weg. Das ist schon mal ganz gut. Dann können wir hier schon mal diese Dropships nehmen. Queen, giften, giften, aber brauchen wir nicht. Die Queen ist schon hin. The Queen ist schon dead. Gut, die ist schon mal weg. Und wo sind hier die Masse der Buddler? Ach, die sind da ein Heil, die Buddler. Ja, perfekto. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Wie witzig da außen die Skellies. Ja, richtig krasse Truppe, muss ich sagen. Aber ja, vielleicht könnt ihr das Dunkle noch mitnehmen. Das wäre sehr, sehr schön. Truppen haben wir keine mehr, haben nur noch ein Gift. Dann gehen wir ein bisschen näher rein. Ja, so geht das. Also, ich habe jetzt übrigens eben schon gehört im Discord, man braucht den Bauhammer, man braucht einen Bauarbeiter frei zum Bauhammer. Das ist auch wieder sinnfreie Logik von Supercell. Wenn du einen Bob frei hast und keine Ressourcen, lohnt es sich natürlich trotzdem noch den Hammer zu benutzen. Wenn du jetzt natürlich die Pötte voll hast, willst den Bauarbeiter einsetzen und willst dann vielleicht noch ohne Ressourcen etwas bauen, brauchst einen Bauarbeiter. Naja, egal. Brauchst einen Bauarbeiter und hier haben wir auch viel zu viel Pokale mitgenommen. 9 Stück, aber mit dem Bonus hier sieht das ganz gut aus. Ah ja, okay. Tagesbonus haben wir auch nochmal reingekommen. Und ich zeige euch auch kurz einmal eine Einblendung, wie das eigentlich im Chat aussah. Das habe ich nämlich auch aufgenommen. Also auch dort kommt dann die Meldung, wie bei jedem Levelaufstieg. Hurra, du bist jetzt in Champ 3. Und man kann das ja auch hier oben sehen, dass wir jetzt einen weiter sind, wenn sich das Schildchen hier mit der 14 noch einmal dreht. Jawohl, wir sind aufgestiegen als Champion 3. Mal sehen, ob wir uns da halten oder nicht. Ich bin wirklich gespannt und ich bin gespannt, wann wir wieder hier irgendwo hier einen Button reinkriegen, irgendwo hier in diese Base, dass man sich den Krieg nochmal angucken kann, also die Liga-Runde. Wäre ja schade, wenn das jetzt so puff mit einmal vorbei wäre. Würde mich auf jeden Fall ärgern, wenn wir nichts mehr hier reinkriegen. Einmal Boden, Luft, Wut hier. Ja, ich würde sagen, sollte nur eine kurze Statement-Folge sein von den Clan-Kriegen. Ich hoffe, es kommt eine Wartung, dass jetzt auch alle ihre Marken kriegen. Ich bin leider in Titan 1 aufgestiegen. Wollte ich gar nicht. Wollte ich gar nicht, also gleich erstmal wieder ein bisschen droppen. Und dann sehen wir uns die nächsten Tage wieder, auch mal wieder mit einem Livestream. Den hatte ich ja geplant, aber nicht gemacht. Das werde ich nachholen. Bis dahin, euer Toto. Flash.